Okay, Tipps für 19.1. Ganz wichtig für mich, es ist 10 Minuten Workout, ist relativ lange, nicht zu kurz. Pacing ist extrem wichtig. Pacing heißt für mich, dass ich am Anfang nicht zu schnell reingehe, damit ich am Schluss noch meinen Pace halten kann. Das ist vor allem wichtig beim Rudern, oft geht man ein bisschen zu schnell am Anfang. Und es ist wichtig bei der Dumbbell, dass man weiterhin schön auf die Atmung achtet und ruhig bleibt. Ganz wichtig ist der Wechsel zwischen den Übungen. Man hat den Wechsel vom Rudergerät zum Dumbbell und wieder zurück. Tipp von mir ist, die Laces beim Rudergerät ein bisschen lose haben. Dann kann ich die Füße relativ schnell rausziehen und auch wieder reinmachen. Und ich würde die Laces dann so lassen bei dem ganzen Workout. Auch wichtig, den ersten Zug, wenn ich zurück aufs Rudergerät komme, sofort machen. Das heißt, ich setze mich drauf, Fuß geht rein und der erste Zug wird mit einem Bein gemacht. Mit dem anderen Fuß gehe ich dann smooth in die Laces rein. Das spart dir 2-3 Sekunden jede Runde. Auf 10 Minuten macht das echt viel aus. Das sind meine Tipps.